Ah, okay. Gibt es noch irgendein Secret? Kein Abgang. Doch, die Musik ist cool. Ah, ich... Ach so, okay. Ich erinnere mich ein wenig sehr an diese Stellen. Da ist sogar was. Ich hab... Na, gehasst ist das falsche Wort. Ich fand's nur unheimlich schwierig. Wenn manchmal das Moped ein bisschen wackelig unterwegs war, man konnte es hier sehen, ich bin hier runtergefallen. Ach so, da... Aha, da ist noch ein Gang, ein Tunnel. Hätte man da später nochmal hinkommen können? Man merkt auf jeden Fall, das Level ist tierisch groß und extra auf diese Fahrten abgestimmt. Das heißt, extra groß, damit man ordentlich durch die Gegend gurken kann. Ein Geheimnis, natürlich. Sehr schön. Die Frage ist jetzt trotzdem noch, was ist denn eigentlich da hinten? Mal so gesehen. Ach, schöne Muni. Herrlich. Was ist da, wo wir eben waren? Ich meine, da waren verschlossene Türen, aber hätte man da hinfahren müssen und dann hätte man zurückkehren können per Fuß? Und dann hier überall lang, aber den Sprung hätte man ja nicht geschafft. Ich weiß es nicht. Vielleicht finden wir es heraus. Ich muss eigentlich an dieser Stelle mal diesen Weg hier weiterverfolgen, weil der sieht so vielversprechend aus. Wir haben ein Geheimnis gefunden. Jaha, das ist keine Selbstverständlichkeit. Zumindest nicht bei mir. Wir sind auf jeden Fall über dem Fluss, der hier die ganze Zeit durch die Gegend gurkt. Wobei die einzige Gurke ist gerade die Kiste hier, weil die so grün ist. Und damit meine ich nicht Laras Kiste, sondern das Auto hier. Das Curvot. Und das soll auch weiterhin unser Begleiter sein. Ich erinnere mich noch sehr genau. Ich sag das, ich höre einfach damit auf, das zu sagen. Ne? Ich glaube, es hat jeder verstanden, dass ich mich erinnere. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht extra noch erwähnen. Aha. Der geht jetzt runter. Wahrscheinlich kann ich hier einfach rumfahren. Aha. Aha. Oh ja, oh ja. Oh nein. Hier muss ich nämlich um den... Ja, genau. Ich muss um die Ecke darum. Boah, wie habe ich das... Was habe ich damals lange gebraucht, um da lang zu kommen? Vor allem die Frage, ist es nicht unbedingt vielleicht sogar einfacher ohne das Autoleinchen hier, dass man da schnell mehr so hochkommt. Ich meine, irgendwo, ab irgendeinem Punkt muss man das sowieso aufgeben. Das Ding hier. Ist halt die Frage, wann genau? So. Aua. Aua, aua. Ich spreche mal. Schwupp. Ich würde gerne absteigen, damit ich da auf den Bäumen mal gucken kann, was da so los ist. Weil ich glaube doch mal sehr... Ich steige hier mal ab. Absteigen. Wie elegant sie das macht. Beine rüberschwingen. Oh, ich bin eine Lady. So, nämlich hier kann ja immer noch was drauf sein. Da hinten zum Beispiel. Finde ich aber cool, dass es hier auch wirklich hölzern klingt, wenn sie hier drauf latscht. Ja, dass es nach Holz klingt. Hier ist aber wenig bis gar nichts, ne? Also eigentlich überhaupt gar nichts. Das finde ich gemein. Warum ist hier nichts? Dann mache ich mir extra Mühe, hier hinzukommen. Und dann sowas. Enttäuschend. Da hinten ist eine Leiter. Da geht es anscheinend runter. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, ob man an die andere Stelle vielleicht noch anders kommt. Dass man da noch anders hingelangen kann. Weil da war ja doch eine Menge. Das Gezwitscher irritiert mich aber doch enorm jetzt hier. Ich finde es schön, dass... Ui, falsche Taste. Ich wollte wieder einen Kickstart hinlegen. Ha. Naja, vielleicht beim nächsten Mal.
Wir sind ja nicht so weit gewesen. Hier war ja nichts, was man... Ich muss hier nicht wieder auf die Bäume rauf hier. War ja nichts. Es ist ziemlich hakelig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob man hier unbedingt noch... Obwohl, na, so wie die Wege hier sind, da muss man schon mit dem Moped hier lang. Das stimmt eigentlich schon. Da kann man rüber, da sollte man rüber, aber wofür ist der Weg hier? Gibt's denn noch ein Secret? Gibt's denn noch was zu holen? Sie kann echt nicht nach links absteigen, oder? Doch, kann sie schon. Aha. Okay. Allerdings nicht, wenn man vorwärts und rückwärts gleichzeitig drückt und dann zur Seite, sondern da muss man wirklich Ende drücken. Oh. Was ist denn da unten jetzt? Wie komme ich... Ja, vor allem da oben festhalten, wo die Leiter längst zu Ende ist. Ist schön. Machst du fein. Ich finde das Level gerade ein wenig... Na, verwirrend ist das falsche Wort. Unübersichtlich ist eigentlich auch das falsche Wort. Ich finde es eigentlich recht übersichtlich. Da gibt es zwei Stellen, wo es zu Sachen geht. Da hinten... Warum... Bäume. Tja, was haben wir denn hier? Fackeln haben wir da. Sonst aber auch nichts. Die sind keine Fackeln, das sind Munition für eine Waffe mit einem Namen, der bestimmt irgendwann... später mal sichtbar sein wird. Sensationell gekonnt herausgeredet gerade. Kann ich da aber... Warte mal, wenn ich da hinten bin? Ich meine, auf den Bäumen sind wir rumgelatscht, aber da kann man ja auch runter. Soll ich da nochmal... Kann ich da nochmal hinkommen? Ich glaube ja nicht. Ich will jetzt hier nicht 1000 verschiedene Speicherstände anlegen mit verschiedenen Stellen, an denen ich bin. Da kommen wir nicht durcheinander, vor allem weil die... Anzeige da gerade mal nicht stimmt. Also immer wenn man einen neuen Speicherstand abspeichert, dann stimmt die Anzeige, wie oft man gespeichert hat, nicht mehr. Also die wird eigentlich nicht angezeigt. Von daher kann die gar nicht stimmen, weil die halt nichts anzeigt. Deswegen kann ich da nicht verschiedene Speicherstände anlegen und gucken, welches jetzt hier der letzte war und welches nicht. Ich will aber mal versuchen. Ich bin hier jetzt da auf... Ich nehme den nächsten. Warum auch immer. Komme ich dann auch mal rüber? Ich meine, da unten ist wahrscheinlich genau nichts. Wobei, ne, vielleicht ist da doch was. Wenn ich versuche, darüber zu springen. Hep. Ich habe zwar einiges Leben jetzt weniger, aber wer weiß, vielleicht ist hier ja was. Ich glaube aber genau, hier ist genau gar nichts. Wobei, hier geht es aber ganz schön lang. Ach so. Hier kommen wir zurück. Aha. Dann ist ja schön. Dann kann ich ja das andere wieder laden hier. Das ist ja kein Problem dann. Sehr gut. Da. Gefährt. Sei mein Gefährte. Oh, hey. Oh, ey, ey, oh. Aha. Yeah. Action. Achso, Action zu Ende. Wie weit sind hier viele Abzweigungen? Ich mag das nicht. Es sind echt zu viele Abzweigungen hier. Ich versuche mal darüber zu kommen. Nein. Lara, aus. Du sollst den Kickstart machen. Man muss anscheinend komplett stehen, damit sie sowas machen kann. Moppelpad. Au. Hä? Kann sie da gar nicht rüberkommen? Es erscheint mir ein wenig so, als ob sie da gar... Okay, kommen wir runter. Als ob sie da... Da ist so ein Typ und... Boah, was ein Auspuff. Hä? Haben wir ernsthaft einen Vogel platt gefahren? Ist ja schön.
das war schön. Also ich meine, spart Muni. Wir haben einen Vogel überfahren. Das ist ein Geier. Ich will den anderen auch noch überfahren. Das war so schön. Ah, nicht darunter. Na, nicht darunter. Lara, was machst du? Wir leben uns schon wieder auseinander hier. Den auch noch überfahren. Ach, cool. Ich finde das, also, ich meine, ich finde es nicht allgemein gut, dass wir Sachen überfahren können. Aber ich finde es lustig. So, Schwüpschen. Kann ich hier denn noch auf anderem Wege hoch irgendwie rüberkommen? Ich müsste doch irgendwie hochkommen können, oder? Ich meine, das sieht so einladend aus. Da ist doch noch eine Ebene. Das ist ja nicht nur Dekoration hier. Wahrscheinlich, wenn ich das zu Fuß mache. Vielleicht geht es dann besser. Ja, komm hier, das sieht doch super aus. Einmal nach vorne und läuft, würde ich sagen. Ist die Frage nur, was ist hier denn eigentlich? Außer vielleicht Steine. Da kann ich rüber. Sollte ich. Hep. Oh, das würde funktionieren. Aber ich war ein wenig zu schräg unterwegs. Das muss wirklich aber ganz genau sein dann. Ach nö, hör auf. Jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich nicht gespeichert, wie ich die Dinger überfahren habe. Ah, müssen wir das normal machen, oder? Wir schießen die einfach ab. Das geht ja auch. So. Rüberfahren kann ich da ja nicht. Wahrscheinlich soll ich da überhaupt nicht hinfahren. Das sieht lustig aus. So. Haben wir das? Ich steige einfach mal ab. Wir schießen die einfach mal ab. Ja, ist ja auch gut. Ich meine, ich sterbe mir einigermaßen flott. Tja, haben wir das? Wie gesagt, ich mag das Level dafür nicht, dass es zu viele Möglichkeiten gibt. Dass man hier was übersehen kann und dass man an Stellen sein kann, die andere Option noch offen lassen, wo man noch lang gehen könnte. Ne, ich mag das nicht. Weil ich möchte immer möglichst viel von dem Spiel mitbekommen, möglichst viel sehen. Und das hilft dann nicht unbedingt. So. Wenn man hier plötzlich sich entscheiden muss zwischen zwei Stellen. Wenn ich hier jetzt stehe, sollte das gehen. Ich war eben leider auf dem anderen Block noch leicht drauf. Das geht auch nicht. Ist der höher? Ich glaube, der ist... Das muss denn ja leicht höher sein. Ich meine, das andere hätte theoretisch auch noch funktionieren sollen. Ah, der muss dann höher sein. Hep. Ist der wirklich höher da hinten? Hier kann ich ja auch nicht drauf, oder? Ne, ist zu steil. Nee, das geht ja auch nicht. Da hoch geht auch nicht. Hier auch wahrscheinlich nicht. Wobei. Ne, geht auch nicht. Muss ich denn gar nicht hier oben hin? Ja gut, was wäre denn da hinten? Da ist ja, da kann man ja nichts erkennen, soweit ich das hier sehe. Dahinter ist eigentlich ja auch nichts. Ist die Frage, was soll ich eigentlich hier? Ich meine, man kann hier hin, das ist schön. Aber warum? Warum sollte ich hier hin? Ich gehe einfach wieder nach unten. Ich lasse es einfach mal so, wie es ist. Falls da irgendwas gewesen wäre, tja. Pech. Ich sage nicht für wen, aber Pech. Es ist gut, es lässt mich nicht komplett los, aber ich mache es trotzdem einfach mal. Ihr wisst das doch. So Stellen, die halbwegs offensichtlich scheinen und man kommt da nicht hin. So, Affe. Patsch. Noch ein Affe. Ist da sonst noch was? Nee, ne? Das muss man alles sehen. Hier komme ich auf jeden Fall... Komme ich da rüber? Nee, ne?
Aha. Aha. Hier waren wir schon mal. Und zwar, als wir ins Wasser gefallen sind. So. Nämlich, hier sind wir ganz hingeschwommen. Dieses ewig weite Stück bis hierhin. Hier wurden wir dann letztendlich von den Piranhas ja zerfleischt. Weil hier plötzlich der Wasserfall war. Meine Herren, kann ich jetzt einfach hier weitergehen? Kann ich jetzt einfach runterspringen? Ich möchte es eigentlich gar nicht so genau, weil ich weiß doch genau, dass hier drinnen noch einige Stellen sind, wo man hin kann. Ich meine, man sieht das ja auch überall die ganze Zeit hier. Da gibt es aber echt noch Stellen. Wäre das doch die andere Möglichkeit da gewesen, dass man da auf der anderen Seite hingelangt dann? Da, wo ich ganz am Anfang mit dem Moppetier hingefahren bin, hätte man da hingehen können dann, zu diesen Stellen. Kann ich hier vielleicht einfach rumspringen irgendwo? Ich glaube nicht. Warte mal. Hier kann ich wahrscheinlich mein Moped an den Nagel hängen. Das muss ein sehr großer Nagel sein, zugegebenermaßen. So, einmal rückwärts hier einparken. So, kann ich... Na, springen kann ich aber überhaupt nicht. Das wird überhaupt nichts.